Ey. Guten Passt jetzt mal Abend, auf, Herr was ich jetzt mache. Styler. Wisst ihr, was wir hier mit solchen Leuten machen? Wisst ihr das? Wisst ihr es? Schaut euch das an, schaut in den Chat. Was für ein Timing, Sir. Da sage ich doch einfach nur thank you very much. Hat dir gerade jemand Five gesagt? For your bits. Sexy Boy ist am Start. Und Chris ist auch da. Was? What? Was geht ab? Tam Tender, Terranord Bolt. Scott. Hosenloser Scott. Time's out. Wie geht's, wie steht's? An diesem Sonntag. Ich hasse es so sehr. Beziehungsweise Sonntagabend. Ich meine, jetzt noch ein Sonntag, vor allem den Sonntagvormittag, Nachmittag, ich natürlich schon nochmal gerne. Aber Sonntagabende sind immer so deprimierend. Hate that shit. Oh, lol. Das ging schnell. Achso, die Party ist ja noch auf Level. Naja, natürlich. Wer war das jetzt, der Blade? 88, okay. Bis auf 84 Terranaut. Was geht ab? Droll? Gebe ich Tipps per Bild oder Text? Schätze Text. Erstmal. Ich denke eh, dass ich relativ schnell gefunden werde. Gestern ein Haufen Bots reportet, heute stehen an genau der gleichen Stelle die gleichen Schweine wieder. Ja, I don't know. Was geht ab, Atom? Next level up. Also die Party jetzt noch kurz auf Level, damit die alle ihr Level Up haben. Überall stehen 101 Ranger mit Pet. Ja. Und ohne Buffs, oder? It is what it is. Mehr als reporten kannst du sie nicht. In welchem Levelbereich ist das Tam Tender? Also welches Level sind die so? Kann Paddy jemand in der Arena bauen? Servus. Größer als. Größer als was? Servus, Krassel, danke für den Resub. In Thanks. Und was geht ab? Vor allem, wieso liest sie Satzzeichen vor, aber nicht den Doppelpunkt, nur das Größer als.
Bist schon gebufft, okay. Bei den Volts waren heute 3 Stück auf 60, okay. Also ich habe schon länger keinen mehr gesehen. Aber zugegebenermaßen bin ich mittlerweile in einem Levelbereich. Also wenn es jemals einen Bot auf Level 100 plus gibt, dann wäre das total Versagen vom Support. Außer derjenige hat erst mit Level 100 angefangen zu botten, aber wer wäre so dumm, levelt auf Level 100 legit und fängt dann das Botten an? So dumm kann ja keiner sein. Also das würde absolut keinen Sinn ergeben. Nicht mal Bot-User sind so dumm. Aus Bolt. Er muss den Knight noch einloggen, aber er steht schon parat. Ich glaube, bei Luya existieren schon länger, aber werden nie gebannt. Das sind wahrscheinlich die gleichen, die vorher bei Antiquary waren und davor bei Mushpoi. Schätze ich mal. Hab mir den Namen nicht gemerkt. Seit einer Woche, wow. Belastende Sache. Achso, welcher Channel eigentlich? Soll ich selber vergessen? Mein Damage ohne Link Attack ist ganz schön pathetic. Tibaluya ist ja schon dreimal reported. Tja. Angeblich werden täglich 50 bis 100 Bots gebannt, aber das halte ich halt für ein Gerücht. Wenn die so viele Bots bannen würden, wird es keine mehr geben. Zumindest nicht auf dem Level. Da müsste ja jeden Tag 10.000 Bots rumlaufen, dass sie so ein Level erreichen könnten. Ich habe mal seit Ewigkeit mal wieder einen Tee gekocht. Oder es war mal. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, keinen einzigen Tee getrunken. Und da vor, glaube ich, weiß ich gar nicht, 2020. Auf jeden Fall habe ich mir so ein fettes Care Package von so einem 6er Package Tee gekauft. Und
Das ist tatsächlich abgelaufen. Also ich trinke jetzt Tee, der 2021 abgelaufen ist. Januar 2021, also fast 2 Jahre. Prost. Aus einer Wolverine-Tasse. Am Sonntagabend. Ja, hat irgendwie Bock drauf. Und actually ist es heute, ich glaube, heute ist der kälteste Tag des Jahres bis jetzt. Ach so, das meinst du. Extra am Sonntag, ach so. Jetzt weiß ich, worauf du hin. Nicht deswegen. Außerdem, was soll an Tee schlecht werden? Du kochst den ja auch noch bei... Oder den Tee kochst du nicht, aber du tust ihn ja in kochendes Wasser. Also ich wüsste nicht, was da schief gehen sollte, to be honest. Wenn er richtig gelagert ist. Schmeckt er noch, so aus der Wolverine-Tasse? Klar. It's delicious, man. Und falls ihr euch fragt, was gerade passiert, wir machen gerade ein Hide-and-Seek-Event in der Gilde, aber ich kann euch offensichtlich nicht zeigen, wo ich stehe, weil sonst, naja. Deswegen. Ja. Warten wir darauf, dass ich gefunden werde. Danach gibt es dann noch 2 Runden. Und dann machen wir ein Gilden-Foto. Falls zufällig jemand aus Team Walker da ist, der es nicht mitbekommen hat, aber ich denke mal, die dürften das alle mitbekommen haben. Nö, schmeckt noch ganz normal. Wie gesagt, der ist vor 23 Monaten abgelaufen. Welcher Channel? Channel 3. Eine Tasse mit Styler-Logo. Gab's damals nicht, als ich das letzte Mal bestellt habe. Gab's noch nicht. Weiß gar nicht, ob sie jetzt gibt. Naja, doch, gibt's safe. Sollte, wie gesagt, nicht passieren, Jakob.
Ich bin mir ziemlich sicher, ja, wobei das kann nicht der Tee gewesen sein. Aber ich habe schon mal abgelaufenen getrunken. Safe Call. Da ist halt gar nichts passiert. Ich denke mal, Mindesthaltbarkeitsdatum bei Tee kann man wirklich komplett ignorieren. Außer er ist, wie gesagt, schlecht gelagert. Oder so. Verliert vielleicht irgendwann den Geschmack? Ja. Maybe. Hersteller muss ja irgendwas draufschreiben. Läuft ab, wenn's abgelaufen ist. Leichtere Spots. Ich dachte, der Spot ist ultra leicht. Hätte ich gedacht, dass es so schwierig ist. Ich bin auch so schlecht in sowas. Lohnt es sich noch, den PC hochzufahren? Ja, es gibt 3 Runden. Und danach machen wir ein Foto, also wenn du keinen Bock drauf hast, kannst du auch nur zum Foto kommen. Kannst du irgendwo die bisherigen Tipps sehen? Kannst du hier einen blenden. Uff, der erste ist schon ein bisschen her.
Karte. Ah, hier. Ich löse sie gleich auf. Also zumindest gebe ich gleich einen Tipp. Der es relativ eindeutig macht. Wenn man nicht den ganzen Tag Zeit. Und es sind gleich schon 10 Minuten. Wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert. Icky, danke dir für den Resub, by the way. Achso, nee, war gar kein Resub, aber danke dir für den Sub. Ah. Und was geht ab? Okay, dann kommt jetzt der finale Tipp. Mr. Stephen McTowley, was geht ab? Gleich Ivelis, nice. Der wie vierte dann? Insgesamt, komm. Fünf. Einziger Drop bisher mehr. Damn. Welches Getränk gönnt ihr euch doch? Heute? Noch? Wir haben einen Gewinner. Hier. Ich war hier. Eine Stadt am Horizont. Ich falle ins Wolkenmeer. Ich stehe auf einem riesigen Berg. Grüne Flächen. Ich dachte, das wäre ziemlich einfach. Eigentlich voll das Pseudo-Versteck. Sehen wir rein, wie nah ich an der Stadt war. Naja. Naja. Also Kapitän Prime hat gewonnen. Da wolltest du gerade hinfliegen. Tja. Tja, Kollege. Und jetzt... Kappa. Aber den Gewinn kriegst du von Bolt. Ich muss jetzt mit meinem Ranger dahin gehen. GZ auf jeden Fall. Es war nicht einfach. Ja, ich bin ehrlich überrascht, muss ich sagen. Also bin ich doch nicht so schlecht, wie ich dachte. Damn. Interesting. Ich habe mir schon mal die Dailies zur Sicherheit ab, nicht, dass ich das Spiel schon vergesse. Schon wieder. Aber sieht man vom Wolkenschloss? Aber vom Wolkenschloss sieht man doch keine Stadt. Tipp mit den Bergen hat alle verwirrt. Ja, aber deswegen habe ich das mit der Stadt gesagt. Das hat sie eigentlich nur auf Flarus und St. Morning eingeschränkt, weil es gibt eigentlich nur zwei Städte in dem Spiel. Naja gut, Darkhorn, aber es ist gar nicht keine Stadt.
Ja, schon klar, Patrick, aber so funktioniert das ja. Am Anfang machst du extrem allgemeine Sachen und dann bist du immer genauer. So funktioniert das ja. Ich kann ja nicht am Anfang schon sagen, ich stehe an Koordinaten XY 43 36 ZW. That's not how it works. I'm sorry, man. Vom Wolkenschloss aus sieht man Flares? Das ist daulich. Können ja nicht gleich nachschauen. Ich bin in der Nähe. Aber du siehst die Stadt ja nicht von da aus. Geht. So. Ich weiß gar nicht, wie groß mein Chat davor war. Oh, der Spot ist jetzt eh weg. GG. Ach, warum ist in der Wüste immer noch so viel los? It's a shame, man. Ich habe jetzt schon 5 Shouts gesehen mit Suche Level Service. Das ist echt crazy. Das Business boomt anscheinend. Immer noch nicht Level 88, ne? Wäre lustig, wenn du die Violets nicht hättest stehen lassen, Time's Out. Und dann zufällig, wenn du random Violets jagst, mich gefunden hättest. Das wäre die Erfolgsstory des Abends gewesen. Dachte, es dann geht nicht mehr raus.
Tja, schon wieder so viele Giants in der Wüste und keiner tötet sie. Das Event ist so echt Schmutz. Der klassische Hide-and-Seek-Rage, wer kennt's nicht. A-to-win-Event. Wer Battle Pass hat, hat Kartenvorteil. Oh, damn. Uff, der Gewinner ist Patrick. Die Zeilen, die niemand lesen möchte, Kappa. Da sind Pilze. Nicht schlecht. Da wäre ich aber als letztes draufgekommen wahrscheinlich. Aber Carrier Bomb ist sogar auch. Wenn er mit seinem mitmachen, wie immer am Cheaten, Patrick.
So sind die jetzt eigentlich alle mal 88? Hä? Wieso hat mein Psy so viel mehr XP als die anderen? What the fuck? 96? Damn, ich hab irgendwas mit meinem Psy gemacht. Der hat jetzt plötzlich 9% mehr als die anderen beiden, obwohl sie sonst immer alle drei gleich waren. Nur der Blade war ein bisschen ahead. It's pretty weird. Ach, scheiß Pop-Crank. Wem hat er noch? 82.000. Warme, danke für den Follow. Oder Beam. Und danke für den Sub direkt im Anschluss. Appreciated. Wieso folgt mir dieser Popcrank noch? Seid so weit weg einfach von Popcrank Spawn. Go away, man. Pios, was geht ab? Was hast du heute gegessen, Pius? Ich hätte einen Sonntagsbraten. War noch einen halben Lammacho mit Hühnchen verdrückt. Einen halben? Aber wieso nur einen halben? Also mit der anderen Hälfte passiert. Ich will diesen Popcrank ja wirklich gern töten, aber jetzt sind meine Buffs abgelaufen. Halb weil Diät und so. Die wird morgen verspeist. Aber das ist nicht das Einzige, was du heute gegessen hast, oder? Das wäre keine Diät, das wäre, du hungerst dich ja zu Tode. Heute Morgen normal gefrühstückt und in Summe 1,5.
Verstehe. Also du hattest zwei und hast nur eineinhalb gegessen, natürlich. Jetzt macht alles Sinn. Sieben Kilo wirst du dieses Jahr noch verlieren. Aber du weißt schon, dass jetzt die schwierigste Zeit zum Abnehmen kommt. Die Weihnachtszeit. Gans und Ente, nur Reis und Hähnchen. Wir sprechen uns im Januar, Pius. Echt schwierig tatsächlich bei den Viechern. Oder schwieriger. Oh. Zusätzliche Schwierigkeit liegt daran, dass ich zurzeit wieder jemanden treffe, der mich regelmäßig mit Snacks eindeckt. So, so. Die Bäckerstochter. Ich bin schon da, Beutsch. Du bist nicht da, Sir. Wieso wurde der andere abgebrochen? Schaust zur Zeit wieder The Walking Dead, richtig nice, Staffel 6 schon wieder. Also Rewatch. Also schon mal ganz geguckt. Die neuesten Folgen gibt es erst seit ein paar Monaten. Damals bis Staffel 8 oder so, dann hast du keinen Bock mehr. Oh. Das wird sich auch nicht ändern. Also, mit dem keinen Bock mehr. Nach einer gewissen Zeit gucken.
Atom wieder nur in einem Event interessiert. Oh man. Perfekte Atmosphäre zum Arbeiten, da wäre mir die Zombie-Apokalypse sogar lieber. Okay. Endlich. Gucke ich zurzeit eine? Eine Serie oder was? Oder eine Staffel Walking Dead? Nee. Walking Dead gucke ich schon lange nicht mehr. Die letzten Folgen wollte ich mir eigentlich angucken, aber die gibt's nicht auf Amazon Prime, weil Disney Plus sich die Rechte gesichert hat oder irgendwie so ein Scheiß. Jetzt läuft der Dreck nur noch auf Disney Plus. Aber ob ich eine Serie gucke, Lol. Tatsächlich nicht, ne? Das mit dem Rumpfstehen ist echt dämlich, weil es bei jedem anders aussieht. Das ist so dumm.
Ja, das erste war Fail. Was bei mir passt, ist eigentlich nur Atem, steht immer noch hinter dem Stein. Noch zwei. Da müsste eigentlich passen. Das sieht auch nicht schlecht aus. Atem einfach wieder 80 Sekunden Delay. Okay. Warte ich mal noch kurz eins ohne Namen und dann müsste es eigentlich passen. Jetzt mehrere gute. Jetzt kommt diese scheiß Event-Message. Standbild ist Absicht, ist gleich weg. Alright, ich denke, das sollte passen. Uff, ihr seid entlassen. Ups. Ah, das erste ist legit das Beste eigentlich. Das hier haben wir gerade gemacht, falls ihr euch gewundert habt. So. Das wäre der Max Graphic 2K Builder. Ja, passt. X2K. Was bei dir einfach 15 Meter weiter hinten? Ja, das ist so stupid. Aber wenn einer nicht. Also, ich habe ja gesagt, wenn was nicht gepasst hat. Das war bei mir auch so. Erst stand ich neben Pick, dann in Pick, dann hinter Pick. Was du stehst voll in Patrick. Aber nicht auf dem Bild.
Auf den Bildern steht Patrick Solo. So. Wann ist Red Meteo? 23:10, okay. Na gut. So. Rebuff. So, sind jetzt alle Chars 88? Yes. Das heißt, ich kann jetzt theoretisch ein Element auf Level 107 leveln. Nice. Aber wirklich nur rein theoretisch. Ach, Patrick, au. War auf jedem Bild, weil ich habe aus verschiedenen Winkeln welche geschickt, aber Bolt hat auch noch welche. Ich sehe Patrick M. nicht mal. Ach da. Ja gut, das habe ich tatsächlich leider gar nicht gesehen. RIP. Neu machen sofort. Es geht schon, es gibt ja noch Bilder von hinten, da sieht man es dann. Ja, das habe ich leider nicht gesehen, ne? Da waren es doch ein paar zu viele Leute. Damn. Ist ja nicht das letzte Mal gewesen. Weil Patrick halt unbedingt seine M mitnehmen musste, ne? Wenn er wie jeder andere nur mit einem Charakter gekommen wäre. Aber nein, muss er immer eine Extrawurst machen, der Patrick. Immer eine Extrawurst machen. Ich schneide ihn einfach raus. Bildbearbeitungsprogramm. Moment mal, wieso bin ich nicht gebufft? What the fuck? Wo zum Teufel sind meine Buffs hin? Oh shit. Ich habe meinen Blade gebufft. GG. Dafür bist du bekannt, sage ich ja. Nocta, was geht ab? Keine Max Graphics an.
Nee, tatsächlich nicht. Habe ich ganz vergessen, ja. Vergessen, was ich mit dem anderen Browser gemacht habe. Aber ich sehe da nicht viel Unterschied, muss ich ehrlich sagen, zwischen deinen und meinen. Du hättest näher ranzoomen müssen. So. Hast du das, wenn die Viecher diese Weglauf-Emotes machen und dann aber trotzdem noch dir hinterherlaufen? Weil du sie halt nochmal angegriffen hast, das ist halt so nervig. Das ist irritiert. Density ist schon mega gut. Naja, es wird sicher eh keiner als Desktop-Hintergrund machen. Hab ich zwar gesagt, das war ein JK. Von dem her passt er schon. Von der Mobs Density. Achso. Ja. Aber hier sind halt viele Hindernisse. Also sehr viele Monster sind zwischen diesen Knochen und das ist für Hidden Run schwierig. Also diese Knochen da. Wenn die nicht wären, dann wäre es geisteskrank. Zu geisteskrank wahrscheinlich. Aber ein falscher Schritt und du bist tot. Der Nachteil. Bei FC gibt es beim Hopper Spawn 4. Was? 4 Hopper, 1 Small, 1 Normal Captain und Giant. Hast du nicht mal gesagt, der Hopper Spawn ist mega gut? In Flav PC? Oder war das ein Troll? Ich meine, du hast mal irgendwie sowas gesagt. Ist er auch? Ist er nicht? Der ist fucking trash. Genauso wie in Flav Universe. In Flav Universe haben sie vielleicht die Mobdichte erhöht, aber die Monster an sich. Plus deren ganzes Gebiet ist halt einfach kacke. Das müsste man halt von Grund auf reworken, damit es nicht mehr kacke ist. Einfach nur mehr Monster hinklatschen ist halt nur die halbe Lösung. Würde ich mal meinen. Ich meine, es ist ja so, niemand levelt dort. Kann man ja auch nicht sagen, dass das irgendwie so meine persönliche Meinung ist. Es levelt niemand dort. Und deine Lieblingsmobs, deswegen kannst du... Sind das deine Lieblingsmobs und so?
Kannst du einen Antrag stellen, dass sie da noch mehr Monster entpacken? Sowohl bei Flav PC als auch bei Universe. Kannst du ein Ticket schreiben, du hättest gern mehr Hopper-Mobs, damit da mehr Leute leveln. Das ist der beste Spot für Level 80, wo kaum andere Leute sind. Mich kotzen diese Auditors so an. Wirst du nicht finden, ab Level 80 wird nur noch AOE'd. Da ist jeder Spot infiziert von AOE-Levelern. Das weiß ich selber, weil ich da erst vor kurzem überall war. Das gibt's nicht. Es gibt keinen Spot, wo niemand ist. Außer Hopper. Aber dafür bist du sogar, schon zu hoch. Also, die normalen Vatanker werden gemieden, aber halt auch aus gutem Grund, weil sie Fernkampf sind. Zwischen Antiquary und Captain Vatanker sind sau viele normale Vatanker. Das sind echt übertrieben viele, aber da will halt auch keiner leveln. Weil, wie gesagt, Fernkampf, ultra nervig, selbst wenn du 1v1 bist. Nur wenn du 1v1 Ranger wärst oder so, wäre es dir wahrscheinlich egal oder Psy. Aber selbst dann nicht, weil die hitten dich ja dann. Normalerweise ist ja der Fernkampf, der Vorteil von 1v1-Fernkampf, dass sich die Monster halt eigentlich nicht hitten. Also, dass du sie tötest, bevor sie dich erreichen oder so. Und dann keine Food-Kosten hast. Oder halt kein Food einfach brauchst. Oh shit. Uiuiuiui. Levelt AOE Elle schneller als 1v1 Blade? Klar. Jeder AOE levelt schneller als 1v1 Blade. Außer wenn du extrem gutes Equipment hast mit dem 1v1 Blade und halt High Level 1v1 Blade. Aber so ziemlich jeder levelt schneller als 1v1 Blade. Also zumindest jeder AOE auf jeden Fall. Wahrscheinlich, Bolt. Das würde ja legit 5 Jahre dauern. Wahrscheinlich kommt das jetzt einfach so, oder? Damit meinte ich eigentlich Flav PC im Auge behalten. Was da so für Events kommen und so. Halt. Rhythm is a Dancer, was geht ab?
Ich habe aber nur am Wochenende Zeit, Bowit. Oder viel Zeit. Wenn ich am Wochenende nicht Universe spiele, kann ich auch gleich quitten. Weil dann passiert überhaupt nichts mehr in dem Spiel. Wow. That was close. Das muss ich noch ändern, ne? Damn, so ein Vieh gibt mir fast 0,02, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich kriege keine XP. It's weird. Ja, Bowit. Irgendwann vielleicht. Someday, maybe. Passt jetzt mal auf, was ich jetzt mache. Wisst ihr, was wir hier mit solchen Leuten machen? Wisst ihr das? Wisst ihr es? Schaut euch das an. Schaut in den Chat. Ey. Weekend. Was geht ab? Danke für den Resub. Ups. Lassen Sie mich in Ruhe, Sir. Oh. Zu irgendeinem Grund wird mir nur noch PogChamp angezeigt. Nice. Wie steht's?
bestens gleich 122 mit deinem Blade. Spielst du den selber oder boostest du ihn mit dem Elementor? Oder hast du ihn geboostet? Oder ist ein AoE Blade? Ach komm, geh weg, Alter. Und 6 bis 18 mit dem L seitdem selbst. Ah. Und 2 Bloody Äxte und 100. Achso, ne, 122. Aber dann AoE Blade oder 1v1? Ab 120 kann er ja tatsächlich selber leveln, 1v1. Kleine. Eine Axt und ein Sword. Bloody. Level Service. Ekelhaft. Dreckiges Geld. Das ist dreckiges Geld. GX plus 10, Elle plus 9, 17% PS. Ich habe keine Ahnung, was das ist. SDR plus 3, 62 Mio, guter Preis. Was ist PS? Power Stomp. Achso, AG Big X. Naja. Hätte ich bei Neid auch nicht gewusst. Aber ich bin mir ziemlich sicher, Element ist bei AoE Knight nutzlos, oder? Mir jetzt täuschen, dass ich mir bei Knight und Blade eigentlich sowieso nutzlos. Das heißt, theoretisch ist Element plus 9 nichts wert. Also ist quasi genauso wie Clean. Und plus 10 ist zwar nice, aber plus 10, 260 Mio ist ganz schön teuer. Und ich glaube, Power Stomp zu kriegen ist bei Knight auch ziemlich einfach. Der hat doch nur 10 Skills oder so. Aber auf einer Big Axe oder können da auch Mercenary Sachen sein? Können auf einer Big Axe auch Mercenary Sachen? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Wenn nicht, dann ist es ultra einfach. Wenn schon, dann ist es immer noch einfach. Also hört sich für mich nach max 150 Mio an. Oder vielleicht 200. Aber Element upgraden bei Mercenary Blade Knight ist halt. Wie als würdest du dein Geld einfach anzünden und verbrennen. Hat denselben Effekt. Es ist weg und das bringt dir nichts. Power Dice verkauft? Natürlich nicht.
Bei einer One-Hand-AGX wäre es, glaube ich, kein so schlechter Preis gewesen. Aber von der Logik her echt das Gleiche. Aber One-Hand-AGX, zumindest die ich gesehen habe, waren schon ziemlich teuer tatsächlich. Also zumindest alle über 200 Mio, wenn sie plus 10 waren. Das Lustige bei AGX One-Hand ist eigentlich, dass du die nur plus 10 machen musst, theoretisch. Element plus 1 und plus 10. Oder generell bei Äxten, wenn du 1v1 spielst. Das ist eigentlich, du brauchst keinen Skillschaden und du brauchst kein Element hoch upgraden. Du brauchst einfach nur plus machen. Echt pretty funny. Hilft das Upgrade-System, bringt dir einfach nichts. Gutes Game Design, Kappa. Kleines Update, der Glove ist jetzt auf plus 5. Circa 190 PD gebraucht. Holy crap. RIP. Das ist echt bitter. Liegt das an einem 100 mehr Maximum ATK? Bei was? Beim Element von Mercenary Knight und so? Oder was? Lee Cheeky Axes, die gehen clean für 650. Hast du verkauft, oder was? Als Skin, oder wie? Oder warum sind die so teuer? Oder bei Axe gecraftet werden? Bei die Axe Craft? Wahrscheinlich haben nach dem Boss-Event mehr Leute realisiert, dass es Zeit ist, sich ein Blade zu machen. Das Boss das Game gar nicht spielen. Hey, just like Flive PC. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Schon crazy, also ich meine, so viele Bloody Waffen jeden Tag gedroppt plus gecraftet. Man müsste ja meinen, irgendwann hat mal jeder eine. Manche Leute haben wahrscheinlich schon 5 oder so. 5 Charakter, 5 Bloody Waffen. Mit manche Leute meine ich vielleicht ganze Gilden, wo jeder eine Bloody Waffe hat. Dann kann man mit einem Assisten heilen. Ab Level 15. Das ist der erste Skill ist hier, Level 15. Den Assist lernen kann. Alter, wieso führt der meine Skills nicht aus, Mann? What the fuck? Scheiß Damage over time. Segen und Fluch zugleich. Drop werden nicht so viel, das ist mir schon klar, aber es werden jeden Tag 50 Red Meteos gekillt. Da werden ja wohl zumindest 5 Waffen am Tag drin sein. Oder selbst wenn es nur 2 pro Tag sind. Plus jeden Tag wird wahrscheinlich mindestens auch eine gecraftet. So viele Spieler gibt es jetzt auch nicht auf 120 plus oder auf 110 plus, die noch aktiv spielen und eine Bloody Waffe kaufen. X ist immer besser, Bolch, dass es mehr ATK gibt. Und es liegt nicht an den ATK auf der Waffe, sondern du kriegst mehr ATK pro STR, wenn du eine X benutzt. Bei Flive PC.
So, es gibt viel mehr CD. Ist egal. Kein einziger Blade hat jemals Yggdrasil Axe und Sword getragen. Wieso denkst du, 5 Jahre später, wenn du auf die Idee kommst, ist es besser? Du musst es einfach akzeptieren, dass es so ist. Das wurde von tausenden Leuten jahrelang so praktiziert und ausprobiert. Kannst du dir die Mühe schenken, ist es einfach so. Das Level-Up dauert irgendwie 100 Jahre. Aber nur bei One Hand. Nicht bei Two-Hand. Also bei Blade. Bei Blade greifst du mit beidem gleich schnell an, wenn du 2-2 hast. Also Blades mit 2 Äxten und 2 Schwertern genau gleich schnell. An die Kante von dem Knochen geklickt habe. Das Hindernis gezählt. Wir haben doch nicht alles Swords of High Level Tank Stats. Bei den Entwicklern, das ist vollkommen egal, dass du Tank spielen willst. Schwert und Schild Blade gut? Nein. Nein. Schwert und Schildblade ist einfach Schwert und Schild Knight, nur schlechter. Kein einzigen Skill und keinen einzigen Grund. Also es gibt keinen Grund, das zu spielen. Keine Basis. Macht einfach keinen Sinn. Alles mit Schild. Der hat halt auch einen super starken Buff, der gibt ihm ATK-Speed, Crit-Rate und mehr Damage. Da macht das Sinn. Aber Blade hat diesen Skill nicht. Das heißt, ein Blade mit Schwert und Schild wäre einfach komplett nutzlos. Weil jeder Knight mit Schwert und Schild besser wäre. Genau, Heart of Fury ist der Buff. Are you kidding me? Das Pad hat alles aufgehoben, nur den Power Dice nicht. Freaking Scam. Oh, 99, 92 jetzt aber. Let's go! Damage direkt 1000-mal besser.
Aber ich habe das Achievement dann noch nicht auf Level 5. Das kommt dann noch dazu. Ich glaube, ich erst auf Level 2 oder so. Oh, never mind. Na ja, gut. Gerade Level 4 geworden vor kurzem, vor ein paar Minuten. Na gut. Ich hatte es auf Level 1, als wir angefangen haben. Auf Level 2. Hier mein Schild gedroppt. Das sah so aus wie das Übelis. Ich gehe da rüber und war einfach 75er Rains Schild. Ja, es gibt jedes Item mindestens zweimal vom Aussehen her. Vom Design. Die Flythe-Entwickler sind Recycle-Götter. Die bräuchten wir eigentlich in der echten Welt, weil dann könnten sie vielleicht mit dem Plastikmüll helfen oder so. Bei so viel Recycling. Level des Sachen sind ja auch braun. Ach so, deswegen. Oh ja, stimmt, da hast du recht. Lol, stimmt, damn. Das ist echt ein Troll, da hast du recht. Aber, oder wobei, nee, warte mal. Aber ist nicht das Ivelis-Schild, ist das nicht sogar grün? Oder bilde ich mir das irgendwie ein? War nicht irgendwie das Schild das einzige, das nicht braun war? Oder bin ich lost? Ne, ist auch braun? Okay. Ja, keine Ahnung. Irgendwie habe ich false memory. Ich dachte irgendwie gerade, irgendjemand meinte mal, dass das nicht braun ist. Ich hatte noch nie eins. Ich habe auch noch nie eins gesehen. Weder in einem Shop, noch in einem Trade, noch sonst irgendwo. Nur drüber geredet. Irgendein Arzt mal für 10k F-Coin gekauft. Das ist schon lange her. Shop 2 Stück 500 Mio pro. Jetzt vor kurzem oder was? Also wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es ist 20 wert. Aber gut, ein bisschen mehr wahrscheinlich schon. Sind die üblichen Sachen wert, außer Schild und Bogen, weil die selten sind. Naja, wahrscheinlich eher, weil sie tatsächlich benutzt werden. Die anderen werden halt nicht benutzt. Das wird wahrscheinlich der Grund sein. Die dürften alle gleich selten sein. Auch wenn man das manchmal nicht wahrhaben will, weil man halt immer das Falsche droppt, aber nur weil du Pech beim Droppen hast, heißt es ja nicht, dass die Wahrscheinlichkeit geringer ist. Also, theoretisch zumindest. Ich meine, rein theoretisch könnte die Wahrscheinlichkeit schon anders sein. Aber das würde irgendwann auffallen, wenn sie das wirklich manipulieren würden. Das würde man irgendwann wirklich merken. Also, so Verschwörungstheorie-mäßig, meine ich. Das würde irgendwann schon stark auffallen. Weil das wäre dann bei jedem so. Zum Beispiel jetzt bei Red Meteonica. Ich meine, wenn jetzt noch nie jemand auf dem Server zum Beispiel eine Bloody Axe gedroppt hätte oder ein Bloody Bow, das hätte sich jetzt in 3 Monaten wahrscheinlich rumgesprochen. Das heißt, die, die es nicht gedroppt hatten, hatten halt einfach Pech und die, die es gedroppt haben, hatten halt einfach Glück. Theoretisch hat jeder die gleiche Chance. Oh. Wow. Aus Versehen Poison Cloud gemacht statt Blink Pool. Die Axt ist auch geil. Meinst du die Two-Hand? Naja. Also ich glaube, ich weiß es nicht, benutzt Aoi E-Blade Ivelis Waffen? Also Blade könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass der auch noch die Waffen benutzt. Bei dem seine Hiss-Äxte sind auch nicht so geil, weil die geben einfach nur HP-Rate und Attack-Speed.
Das Einzige, wo ich es mir auch noch vorstellen könnte. Aber sonst... Vor allem bei den Mages ist es halt lächerlich. Tauscht einfach deine Magiebeschleunigung oder was auch immer und höheren ATK-Wert gegen Fertigkeitsschaden. Aber die Magiebeschleunigung ist indirekt auch Schaden. Also tauscht einfach weniger Schaden gegen mehr Schaden. Und beim Mage ist noch das mit dem Skill-Damage-Bonus auf der Waffe ziemlich wichtig. Und beim Mage ist es aber so ultra schwierig, das zu bekommen. Das heißt, es ist eigentlich unmöglich, dass du auf einem... Wenn du wirklich eine Evilis-Waffe tragen würdest, ist es eigentlich unmöglich, dass du da den richtigen Skill-Damage drauf bekommst. Das ist unglaublich schwierig. Unglaublich teuer. Aber wenn du quasi eine NPC-Waffe hast mit dem richtigen Skill-Damage, dann ist die im Endeffekt schon besser als der clean Evilis. Weil es einfach mehr Damage ist, wenn du zum Beispiel 15% Windfield-Schaden auf einem NPC-Staff hattest. Im Vergleich zum Ibelis-Staff wäre das halt legit schon besser. Oder dass man Ibelis-Staff kriegen musst, wo Windfield-Schaden drauf ist. Das könnte dich halt unter Umständen Milliarden kosten. Oder hunderte Millionen. Das ist halt der zweite negative Punkt an solchen Waffen. Beim Bow ist es eigentlich genau das gleiche. Das ist zwar ein bisschen leichter, dass du einen guten Skill-Damage drauf bekommst, aber eigentlich will man ja nur Flame Arrow. Viel Spaß, den zu rollen. Guardian Axe safe nicht, aber Hisse Axe halt wahrscheinlich. Zwei Hisse Axe ist schon ziemlich heftig. Aber I don't know. Theoretisch könntest du eine Hisse Axe, eine Ibelis Waffe machen. Aber da ist halt auch wieder so. Hisse Axe, da gibt's viel mehr, sind viel unseltener. Da eine mit Skill Damage zu kriegen, ist viel leichter. Als bei Ibelis. Ist God of Unbending nicht permanent im Cash-Up? Nope. Noch nicht. Sollten sie irgendwann demnächst mal in den Cash-Shop kommen, permanent, dann weißt du, dass sie unbedingt Geld brauchen. Dann weißt du, dass sie dringend Geld brauchen. What the fuck war das, Alter? Wie viel Cash? Ich glaube, du kannst sie nur zwei, also kannst nur zwei auf einmal kaufen. Und kostet 2000. Also eine kostet 1000, meine ich.
Es kostet ein Unicorn 1, 2, 3, 1. Gibst du dein ganzes Geld für Pets aus, Tauli? Kann das irgendwie sein? Du brauchst einen Stick, Snicks. Du brauchst einen Stick. Also für alle Buffs und Heal musst du einen Stick ausrüsten. Wenn das nicht das Problem ist, sorry. Oder ein Knuckle, je nachdem. Eins von beiden. Das ist wahrscheinlich die falsche Waffe. Ausgerüstet. Ich schätze mal, du hast einen Knuckle ausgerüstet und brauchst einen Stick. Ich habe gefragt, ob du dein ganzes Geld für Pets ausgibst, Tauli, weil du andauernd irgendwelche Pets hast. Dann wollte ich sagen, dass du dich da mittlerweile eigentlich besser auskennen müsstest als ich. Ich mich von dem Pet-Thema eigentlich komplett fernhalte. Also du müsstest da eigentlich mehr wissen als ich, theoretisch. Ach komm, Alter, da war kein Hindernis, Mann. War's schon, aber 40 Kilometer entfernt. Uff. Boah. Junge, Junge, Junge. Und ich weiß nicht, was du meinst, Krussel. Ich habe mich noch nie abfällig über BP geäußert. Heute. Das war kacke, weil ich zu lange gebraucht habe, die zu pullen. Sie nur gelevelt und Geld verbuttert. Ich merk's ja. Aber ist das nicht genauso gelevelt wie dein Hase? Tauli? Oder so ähnlich? Ich würde einfach von dem Hasen ausgehen. Theoretisch müsste es mehr wert sein, würde ich persönlich sagen. Weil es kein Hase ist, sondern Unicorn. Also war 1, 2, 3, 2. Naja, aber es ist halt ein besseres Pet. Also ich würde sagen, das, was der Hase wert war, plus 10-20%. Oder einfach der gleiche Preis. Was ja schlechter ist. Eins von beiden. Lieber ein bisschen höher anfangen und dann runtergehen als andersrum. Niedrig anfangen und gescampt werden. Ja, andersrum. Sich selbst scammen nennt man das. Wenn man seine Items zu günstig reinstellt, dann werden sie gekauft. Doch für Tank? Ja, für AOE. Tanks gibt's ja nicht wirklich, außer Knight. PvP wahrscheinlich. PvP und AOE. Thank you.
Ist der BBC besser als der neue schwarze Meteorflügel? Nö. Neue schwarze Meteorflügel sind der beste Cloak. Hat sich, glaube ich, nicht geändert. So, was neue schwarze? Neue weiße? Die schwarzen sind nicht besser. Die schwarzen sind PvE. Die neuen weißen sind besser als BBC. Kostet seine Restbastion so oder quasi nichts? Oh, schätze mal 10 bis 20 Millionen. Vermutlich weniger. Nee, Spaß. Aber ich denke, 10 bis 20 ist fair. 90er Suits sind eigentlich alle nicht wirklich was wert. Oder die meisten. M dürfte am meisten wert sein. Ein Dazed plus 8 mit 16% Wert. Ich schätze mal, mindestens 200 Mio. Mindestens 200, wahrscheinlich so 250, würde ich sagen. Würde ich schätzen. Aber am besten lässt er einfach drauf aufhören. Macht mein L-Equip so? Ich hab keins. Ich hab keins. Das macht es so. Bei dir? Das ist ja der Vorteil von der Klasse, man braucht auch keins. Ich wollte es anfangen, eins zu bauen. Ja, aber ich bin ja nicht Level 105. Mit 105 wollte ich eins bauen. Das geht serious. Lol. Ja, what the f... Alter, das habe ich noch nie gesehen. Der General Bernanke steht... Also das ist noch an der Grenze, aber steht eigentlich voll in dem Pop-Crank-Spawn. Das ist nicht voll, aber... Das ist eigentlich nicht mehr Bernanke-Gebiet. Der hält nicht die Grenzen an die Verabredeten. Haben wir noch 20 Minuten? Hm. Ja, gut, ich muss eh mein Inventar lernen tatsächlich. Aber ich gehe mal kurz aufs Klo, der Tee läuft durch wie Wasser. Bis gleich.
So. Ah. Wieso geht das nicht? Ich habe einen Jesse-Sam gedroppt, das habe ich gar nicht gesehen. Schon wieder? Hab ich den nicht erst Jet gedroppt? Gestern? Oder ist der noch von gestern? Das kann auch sein. Wahrscheinlich ist der noch von gestern. Heute wieder zwei Red, leider nur Boots. Achso. Wie oft hast du gemacht? Oder du machst du aktuell noch mit einem Char? Schon, dann kommt jetzt wegen Hindernis. Oh shit, das war echt knapp. Nachschub stilles Wasser geholt. Ah, ich hab noch Tee, Sir. Nicer 5er Pull. Danke. Back to back. Schlimm genug, wenn ein Monster jeden Stun und Slow ignoriert. Aber richtig kritisch wird es halt, wenn es zwei machen. Mal kurz gucken, womit mache ich mehr Schaden? Mit dem oder mit dem? F7? F2? Na gut, ich sehe nichts. Hat 600 Flyth Piece Y für 600 Mio und 1300 Flyth Piece N für 200 Mio ergattert. Das ist selbst für Yggdrasil viel zu teuer. Und ohne die mittleren Pieces bringt dir das nichts. Aber das weißt du ja bestimmt selbst.
Naja, nicht wirklich. 600 für 600 Mio. Heißt eine Mio each. Und die Dinger waren... Achso, Moment mal. Ah, nee, doch nicht. Passt schon. Naja, die waren so 100k wert maximal. Hau rein, Mr. Steven. Mr. Mac Handtuch. Werden halt aber auch nicht geslowt, ne? Das ist echt unglaublich. Manche Monster sind einfach resistent gegen scheiß Slows. Wieso kannst du nicht cheeren? Voll komisch. Musst jemanden anvisieren und dann O drücken und dann cheer. Hat bei mir noch nie nicht funktioniert. Chest. Danke für den Follow. Höchstens Cheer wurde ab und zu mal weggescammt. Das stimmt, ja. Aber dass es gar nicht erst funktioniert, ist mir noch nie passiert. Das ist immer mit Linksklick gemacht, weil es zeigt bei dir nicht an. Meinst Linksklick, also jemanden, also Player-Menü und dann Cheer oder was? Das haben wir im ganzen Leben noch nicht gemacht. Lol. Ich hätte dir nicht mal sagen können, dass das überhaupt geht. Schon. Rolltreppen, Rolltreppen. Och, alle, Alter. Oldschool Casual, Patrick. True. Ja, gut, dann halt nicht.
Alter. Es war ein gewisses Risiko, da durchzuchieren. Blinkpool meine ich. Zu viel über Cheer geredet. Der Red Meteor heute für Battle Pass. Das ist verbuggt. Also es bringt nichts, wenn du mitgehst, weil wenn du Pech hast, zählt es einfach nicht. Ich denke, macht eher Sinn, wenn wir auf den Fix warten. Also manche Leute kriegen es nicht. Man braucht es aber auch nicht, du brauchst es nicht, um den Battle Pass abzuschließen. Abzuschließen reichen die Dailies? Eigentlich schon, ja. Dailies sind vielleicht eine Weekly oder so. Oder ein paar Weeklies. Tage Zeit, das denke ich mir auch immer, ja. Ist das so gezahlt, Terranaut? Ich habe mir noch nichts gemacht. Also bei meinen anderen Chars. Selbst bei dem Elemente habe ich eigentlich nichts gemacht, beim Ranger eigentlich auch nicht. Nur die Dailies, die ich halt zufällig erledigt habe, sonst nichts. Sollte ich mal anfangen. Azurite hat keine Gefahr-Effekte, ne? Wäre ein bisschen heftig, wenn das Effekte hätte. Und ein bisschen heftig Pay to Win. 48, okay. Was ist eigentlich bei Red Meteor los? Ist der nicht jetzt? Ja. Das
6 Minuten, alright. Aber wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo man ohne Amplis wirklich nicht mehr so schnell vorankommt. Ich krieg so wenig XP, das ist echt heftig. Jetzt nach dem Level-Up hat sich meine Kill-Time ja nochmal extrem verbessert. Crazy. Schon vergessen, wie der Prozent auf 126 waren. Besser. Besser. Definitiv besser. Vergiss, Pick, ich habe jetzt einen Monat tägliche Level-Ups hinter mir. Nur noch 50 oder weniger Prozent pro Tag zu machen, ist quasi der absolute Schlag ins Gesicht. Tja, Bolt. Aber du spielst auch das Hero Game. Das heißt, du kriegst 50% weniger Erfahrung, als wenn du nicht Hero wärst. Ab 130 kriegst du legit doppelt so viel, wie du jetzt bekommst. Ach, Mist, der rote Bär ist wieder da.
Gibt sich mit 10% pro Tag zufrieden? Das ist aber echt sau viel eigentlich noch. Das heißt ja quasi alle 2 Wochen mehr sein Level up. Theoretisch, wenn du jeden Tag leveln würdest. Und du levelst ja wahrscheinlich keine 5-6 Stunden am Tag, vermute ich mal. Also du brauchst keine 5-6 Stunden für die 10%, meine ich. Jo, ignoriere meine Stunts einfach, Bro. Gut, es ist nur ein Stun. Ein, 2 Stunden pro Tag. Easy. Level 100 bis 15.11. denke ich, schaffst du. Wenn du dich boosten lässt, auf jeden Fall, ja. No front. Sonst keine Ahnung. Wow. Habe ich nicht gesehen. Die waren so klein, die habe ich legit nicht gesehen. Na gut, zu sehen, Red Meteor, oder? Oh no, das war der falsche Charakter. No. Damn. Ich wusste, dass du das sagst. Naja, Sir. Wer sich sogar auf Level 60 boosten lässt, was soll man... Was sollte ich da sonst sagen? Ferry? Ferry Schweiz? Danke für den Follow. Also jetzt Kunden. Ich biete keinen Level-Service an, Calvo. Da verwechseln sie mich mit ungefähr jedem anderen Elementor. Literally jedem anderen Elementor. Danke für den Follow. Lift. Könnte es anbieten? Könnte ich auch. Könnte auch meine Seele dem Teufel verkaufen. But I ain't doing that. Easy Money, die Seele oder Level Service? Danke für den Follow. Kann man die Droprate von Treasure Chests beeinflussen? Klar, mit Party Skills. Und COH. Das sind ja ganz normale Drops einfach.
Welche Items gelten als selten unter Fortune Circle? Theoretisch alle Items, die klingen, wenn sie droppen. Aber das bezieht sich wohl generell auf alle Items, bin ich mir ziemlich sicher. Alle Items, die nicht garantiert droppen. Das entone mal aus. Dann weiß ich nicht, wie ich es dir sonst beschreiben soll. Aber eigentlich sollte es sich auf so ziemlich alle Items beziehen. Was für Tee trinke ich? Ingwer-Holunderblüte. Abgelaufen vor 2 Jahren. Mindesthaltbarkeitsdatum Januar 2021. Also fast 2 Jahre. Die muss es echt scheiße gehen. Wieso? Das ist fucking Tee, Alter. Der ist noch gut, den kann man noch essen. Will ich Ingwer-Tee, außer wenn es einem scheiße geht? Tee gegessen habe ich noch nie. Okay. Ah, selbst gemerkt. Also erstens mal ist Ingwer hammergeil. Und zweitens, ja, das war's. Ingwer ist hammergeil. Ich verstehe den Hate nicht. Muss wieder 70 Kilometer weit wegfliegen. Damit ich diese Blade-Sounds im Hintergrund nicht hören muss. Und 6.000 Euro in Fleisch reinbuttert, was soll das? Wo soll dann das Geld sein? Tja, mache ich ja zum Glück nicht. Ja, wir sind schon 8, Calvo. Wir sind schon 7. Es wäre von Vorteil, wenn mein Ranger noch in die Party kann. Vermutlich. Geht nicht irgendjemand Pick oder ist er schon durch? Am I blind? Bist du langsam auf der Suche nach einer Gilde bis jetzt Level 40, M32?
RM32. Das Pick 4 da hinter uns. Bei uns kannst du rein, Party, wenn du willst. Channel 3 kann ich dich einladen. This Red Meteor eine Party Instance Only. Das ist Party Instance Only, ja. Max eine Party, max 8 Leute. Ein Charlotte 2. 2. Haben noch genug Platz. Du sollst brennen. Brennen sollst du. Damn. Bist du zufällig mit Red Meteonica verwandt, Calvo? Danke dir. Mr. Red Meteonica. Das weiß ich nicht, Terranaut, ob es bei, ob es bei CW und Meteor auch verbuggt war mit der Daily, keine Ahnung. Meine Daily ist es ja nicht, aber. Also bei mir hat es bei jedem funktioniert bisher. Wie sage ich das irgendwann? Tja, Boyd, warum nicht? Limo Terranaut. Ja, warte kurz. Das ist die gefährlichste Stelle in dem ganzen Dungeon. Gefährlicher als Red Meteonica. Traurigerweise. Oh, ups, das war etwas zu nah. Hoppla. Die Scheißerei wegen dem Tee? Safe nicht. Ja, und selbst wenn, ich bin auf der Arbeit. Das ist dann das Problem meines Arbeitgebers, würde ich sagen. Oh.
Wie lange dauert ein D-Pad auf E? Du redest von Flash PC, da gibt's kein E. What do you mean, sir? D auf C. 6 Stunden 40, glaube ich. Ja, ziemlich genau. 6 Stunden 40. Auf S. Irgendwas mit 50. Oh oh. 53:20, glaube ich. 53 Stunden, 20 Minuten. Und mit glaube ich meine ich weiß es. Dafür hat doch kein Mensch Zeit. Deswegen wurden Invi-Bags erfunden. Invi-Bags und... ja. Ich muss noch meine Dailies abholen. Ich habe noch 27 Minuten. Was ist das für Russian? Footback, habe ich irgendwie back gesagt. Ja, ja, natürlich. Nein, ein Flash PC Frankfurt. Nicht in Universe. Nur in PC. Ich glaube, ich hole die Dailies mir jetzt schon ab. Ich habe nur drauf gewartet, weil immer wenn ich wegguck, macht er Schmelze. Ausnahmslos. Oh, was? What? Okay. Dann kauf dir einen Bolt. Auf S4-Leveln ist ein richtiger Adrenalinrausch. Man weiß nie, wann einer kommt und dich wegbasht. Naja, du siehst es auf der Minimap, wenn sich jemand nähert. Aber ja, immer wenn sich ein Punkt auf der Minimap nähert, weißt du nicht, tötet er dich jetzt oder fliegt er nur zufällig vorbei. That's true. Also keine 200 Milliarden für 30 STA. Als ob der 200 Milliarden kostet, wenn er nur 30 STA hätte.
Wenigstens sind da die Spawns frei. Das ist ja auch der einzige Vorteil von Channel 4. Boah, das waren schlechte Dailies. Das waren sehr schlechte Dailies. Jetzt brauchen wir nur noch, den Blade und hier noch. Terranaut. Welchen Level sollte man nochmal in die Dekansmine für die Quests? Also ich würde erst mit 85 rein. Alright. 84 und keine Ahnung. 50% oder so. Kannst du selber ausrechnen. Theoretisch. Aber ich meine, auf die 50% mehr oder weniger kommt es dann auch nicht an. Dann theoretisch könntest du dir das perfekte Level ausrechnen, sozusagen. Oder die genauen Prozente. Wo du reingehst, dann die ersten paar Quests machst, dann durch diese Quests genau 85 wirst und dann quasi weiter questen kannst. Aber dafür müsste man schon ein Ultra-Nerd sein. Ein Video kommt morgen. Aber. Ad-Eier könnte man nur füttern für XP. Mit F-Candy, oder? Ja. Meinst du? Nicht mit draußen rumlaufen. Draußen rumlaufen bringt den Universe gar nichts. Die Pets kriegen nur XP für Candies. Sonst für gar nichts. Versteht nicht, warum der immer auf mich geht, der Red Meteor, wenn Atom stirbt. Warum bin immer ich das nächste Ziel? So weird. Das ist echt weird. Oh man. Danke für den Sub, Fairy. Ich hoffe, dass es überhaupt richtig ausgesprochen ist. Appreciated. Vielen Dank für deine Gelds. Mittlerweile 79 Helm und 73 Blade. Nice. No problem. Danke fürs Anschauen. Was geht ab, Otscha? Wie geht's, wie steht's? Wieso? Hä? What? Ich hab grad meinen eigenen Char nicht gesehen. Das ist ein Witz. Wie es dir geht, ist ein Witz. Damn. So gut also. Schon 23.40 Uhr, ey. Oh man.
Dir geht es gut, noch morgen arbeiten, gar keinen Bock. Wem sagst du, Alter? Sonntagabend, je später der Abend am Sonntag, desto schlimmer wird's. Die Vorfreude. Homeoffice wird schon mal rasieren. Aber das geht bei mir leider gerade nicht. Ich habe keinen Quickstep. Was willst du machen? Wenn du das Vieh jeden Tag zwei Monate lang legst, irgendwann ist es halt nicht mehr spannend. Da kann man auch nicht mehr viel zu sagen. Also ein erstes C, ich glaube, das ist alphabetisch, ohne Scheiß. Dann wäre auf Atom gegangen. Das ist ja nicht mehr normal, Alter. Jedes Mal, wenn Droll stirbt, geht er auf mich. Gut, in dem Fall nicht so schlimm, wenn Atom noch lebt, aber...
Oftmal kann ich dann halt nicht resten. Ein Fetisch? Maybe. Heute Bo. Es muss auf jeden Fall rot leuchten. Schon seit ein paar Tagen nichts mehr bekommen. Oh fuck. Oh. Ouch. 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 Das tut weh. Frage, mit 85 noch bei den Bäumen bleiben oder doch schon zu den Hühnchen gehen? Zweitere müsstest du wieder Elle umändern. 85. Ja, es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Wenn du bei den Captains, also 1v1, kannst du ja zu Captain Antiquary gehen. Gute Nacht, Krussel. Und wenn du zu Captain Antiquary gehst, dann passt's eigentlich. Würde ich sagen. Mit 85 noch. Andererseits haben die Hühnchen einen besseren Spawn. Also wenn bei Antiquary zu viel los ist, könntest du zu den Hühnchen flüchten. Einladen. Gute Nacht, Droll. Was war's? Merch? Achso, hier habe ich keine Rechte. Das war nochmal der zweite Char. Ah, oh, Merch Support. Das Ding ist bei Luia. Der AOE-In zwar auch viele Leute, aber. Also, was mich immer ein bisschen triggert, ist halt, wenn es einen guten Spot gibt. Oder das heißt, einen guten Spot, aber. Ich meine. Klar, wenn ich 1v1 bin, warum sollte ich nicht zum besten Spot gehen? Aber wenn ich 1v1 bin und das ist alles voller AOEler, nur an diesem einen Spot, und es gibt aber auch einen anderen Spot, der ist vielleicht ein kleines bisschen schlechter, aber da AOE't nie jemand, dann wäre ich... Ich meine, ich würde niemals 1v1 spielen, davon mal abgesehen. Aber wenn ich schon 1v1 spiele, dann würde ich doch möglichst immer den Spot nehmen, wo eben sowieso kein AOEler hingeht. Und das ist bei Luia zum Beispiel einfach Captain Luia da vorne. Da sind zwar auch Small Kern, aber... Die überschneiden sich nicht so heftig eigentlich. Also die Captain Luia sind eigentlich schon abgetrennt. Aber klar, die Mobdichte ist natürlich schlechter. Deswegen geht ja auch kein AOE hin. Weil eigentlich sind es... Es ist 50-50. Also ich persönlich gehe da nicht hin, weil da auch die ganzen Hindernisse sind. Es ist wie hier mit den Knochen. Das ist einfach super nervig. Du bleibst einmal an dem Knochen hängen und bist tot. Das hast du ja als 1v1 nicht. Es ist zwar auch nervig, wenn du am Knochen hängen bleibst, aber du stirbst wenigstens nicht. Normalerweise. Also du bist gerade von 70 Agros verfolgt. Du hast ein Foto schon gemacht. Klar.
Du bist 3 Stunden zu spät. Knapp verpasst. So. Aber ganz knapp. Schauen, vielleicht noch einmal Invi voll. Fühlt sich irgendwie so an, als hätte ich heute nichts gemacht. Naja, wenn es dir keinen Spaß macht, Otscha ist eh sinnlos. Also. Dann solltest du es auch nicht spielen. Sollte dich nicht zwingen, es zu spielen. Sagt man zwar immer so, aber es ist halt aber auch wirklich so. Wenn es kein Spaß macht, dann macht es ja gar keinen Sinn, überhaupt zu spielen. Keiner weiß das besser als ich. Ich habe jahrelang Ranger und Knight gespielt. Die beiden, literally die beiden schlechtesten Klassen im Game. Zumindest im FNAF PC. Bis ich mir endlich ein Blade gemacht habe. Aber es hat halt Spaß gemacht. Klar, frustrierend. Oft. Aber nicht, weil es keinen Spaß gemacht hat, sondern wegen... aber... Es war beides. Es war frustrierend, hat aber trotzdem Spaß gemacht. Aber wenn es gar keinen Spaß macht, dann ist es sinnlos. Ah, warte mal, die Dailies von meinem Elementor habe ich noch nicht geholt und von meinem Blade, ne? Crash, hätte ich mir sparen können. Das hätte ich mir echt sparen können, GG. Bisschen Food for Free. Hier spielst du wieder die schlechteste DPS-Klasse, muss also Spaß machen. Wie laus ist dir denn über die Leber gelaufen? Wenn man dein KKM nicht dasteht wie angezeigt und deshalb nie GT bekomme, was ist das für ein, was ist das Problem, das zu fixen? Ich denke nicht, dass sie solche Sachen jemals fixen werden. Das ist genau das gleiche wie mit dem, wenn du gegen Objekte läufst, dass du da zurückgeportet wirst. Das sind wahrscheinlich Fehler, die einfach, das sind wahrscheinlich Sachen, die man einfach nicht vermeiden. Oh, nicht dein Ernst, Alter.
Wie viel Pech kann man haben, dass der genau da spawnt? Junge, wie viel Pech kann man haben? Oh Gott. Wird natürlich auch nicht geslowt. Stunt maybe. Auch nicht. Okay, I'm out of here. Later. Later, dog. Later. Later. Ich hab later gesagt. Junge, later. Later. What the fuck, Alter? Achso, genau. Ja, das, was du beschreibst, Times Out, ist einfach ein Portbug. Also dagegen, wie gesagt, dagegen kannst du nichts machen. Das, kannst du nicht fixen. Beziehungsweise könntest du halt vorher was anderes buffen und den Portbug durch was anderes auslösen. Dann siehst du die richtige Position, dann läufst du wieder zu deinem Main und dann drückst du erst GT. Also machst dann quasi mal erst Holy Guard oder so und dann GT. Oder du bleibst halt immer stehen, bevor du GT buffst. Damit es sicher trifft. Wow. Diese Drecksviecher sind halt so klein, ohne Scheiß. Das ist halt ein Joke. Und dann haut es auch noch ab. Willst du mich verarschen? Nee. Lol. What? Okay, das Vieh war sowieso verbuggt anscheinend. Features, das sind Features. Snoop Dogg? Feature mit Snoop Dogg? 250.000, glaube ich. Wusste gar nicht, dass Flife Universe so viel Geld für Werbung investiert. Nice. Ich freue mich schon auf den Song. Buff Royale. Ich hoffe, das sollte Bug heißen. Du bist halt schnell aufs andere Fenster, es gibt man nicht tausende Tasten vorher drücken, dass man GT bekommt, allein die Tatsache, dass man schon muss, ist lachhaft. Aber passiert das wirklich immer? Weil ich meine, GT benutzt du doch alle 60 Sekunden. Gute Nacht, Otscha. Schön.
75% der Fälle. I don't know, man. Schwierig, du könntest zwei verschiedene Browser benutzen vielleicht. Vielleicht hilft das. Statt zwei Fenster im gleichen. Könnte sein, dass das was bringt. Mal witzig sein, ein Ticket schreiben. Hat Bock, ignoriert zu werden. Sie würden es nicht ignorieren. Sie würden wahrscheinlich schreiben, oh, sorry. Da können wir leider auch nichts machen. Oder, danke für dein Feedback. Wir haben es ans Entwicklerteam weitergeleitet. Das bringt nichts, sich darüber zu beschweren, weil das seit 5 Monaten so ist. Und das wurde noch nie adressiert. In Form von, jo, das wird gefixt oder so. Ich meine, die Portbugs sind wirklich, seit Tag 1 regen sich alle Leute über Portbugs auf. Oder halt über sowas wie, läufst gegen Hindernisse und bla. Und es ist nichts besser geworden. Es ist 1:1 wie am ersten Tag. Also in der Beziehung. Wieso sollten sie es jetzt noch ändern? Jeder, der es jetzt noch spielt, hat sich dran gewöhnt und akzeptiert es. Das war schon immer so bei FLIF. Entweder du akzeptierst die Fehler oder du quittest. Es gibt nur diese beiden Optionen. Also bei Langzeitfehlern. Weil keiner davon ausgeht, dass es jemals besser wird. Man schon sieht, dass sie nicht mal gegen wie würdest du es rausfinden, Time's Out? Ich habe leider verkackt und vorhin mein Invi nicht geleert, deswegen mache ich es jetzt schnell.
Ja, aber du kannst es nicht rausfinden, darauf wollte ich hinaus. Also, es könnte passieren, ohne dass du es merkst, das wollte ich eigentlich sagen. Naja, und was ist denn deine Logik, Magambo, dass sie jetzt, bei Flife Universe Sockel schon bringen nach 5 Monaten? Ist das nicht auch extrem? Das ist viel krasser als damals Flife PC. Flife PC gab es doch erst nach 2 Jahren oder so Sockel. Und hier wird ja angeblich nicht gedupt. Was ist denn da deine Begründung für? Ist das dann nicht auch viel zu extrem? Das verstehe ich nicht. Das ergibt keinen Sinn für mich. Das Game ist nicht mal ein halbes Jahr draußen. Und die knallen uns schon Sockel in die Fresse. Und perfektes S-Pad kannst du auch unmöglich besitzen, wenn du nicht 1000 Euro reinbutterst. Oder 24/7 Flash spielst. Oder sehr viel Glück hast. Oder sind? Ich hab's nicht gesehen. Boah. Vakuum. Ja, Time's Out. Aber es ist ja nicht jedes andere Spiel, es ist Flife, deswegen war es nicht der Untergang. Durch jahrzehntelange Erfahrung. Jahrzehntelange Erfahrung wissen sie genau, was die Spieler mitmachen, oder sollten sie zumindest, und was nicht. Jahrzehntelange Erfahrung. Naja, aber ich meine ja nicht, dass es nicht günstig ist. Ich meinte darauf bezogen, dass du gesagt hast, Flife PC, oder würde man daraus ableiten, was du gesagt hast, oder dass es halt schlimm fandest, dass sie es so gemacht haben, dass sie hier einfach immer krassere Sachen hinzugefügt haben und sich nicht um die Kernprobleme des Spiels gekümmert haben. Und gut, vielleicht kümmern sie sich hier ein bisschen besser um die Probleme, aber sie fügen trotzdem extrem schnell übelst die krassen Sachen ein. Also ich meine, das Sockelsystem ist ja noch nicht draußen, aber theoretisch, du hast 10 Sockel-A-Karten im Universe, also das ist dann quasi 20 Sockel Fire A, also quasi 140 STR und 80% Crit Damage, ne, Schwachsinn, 60%, 60% Crit Damage, obendrauf plus ein perfektes Pad. Und vergleich das mal mit vor 3 Monaten, wo du Level 120 warst mit 2 AGXen ohne Sockel, ohne Pad.
Das ist dann einfach ein Damage Boost von 250% oder so in zwei Updates. Und da ist dann die Begründung dahinter eigentlich scheißegal. Wenn einem das im Flyve PC zu schnell ging, dann ist man ein Heuchler, wenn man das bei Universe dann nicht auch ankreidet. In meinen Augen. Aber die Begründung dahinter ist ja dann eigentlich egal, wenn man sowas nicht cool findet. So ein krasses Pacing von Updates. Oh oh. Ja, aber das ist doch hier genau das Gleiche. Also ja, schreibt er selber. Ich würde sogar behaupten, habe ich ja gerade schon gesagt, die Sprünge hier sind sogar viel krasser. Also gut, Sockelsystem mal noch abwarten, vielleicht machen sie es erstmal nur mit 4 oder 5 Sockeln oder so, damit es nicht ganz so krass ist. Aber wie gesagt, theoretisch die Flyve-Updates, also am Anfang zumindest, waren ja relativ harmlos. Also es hat schon lange gedauert, bis man 10 Sockel mit S-Karten oder sowas haben konnte. Es hat Jahre gedauert. Bis man überhaupt sockeln konnte, hat es länger gedauert. Come on. What? Wie? Scheiße. Diese scheiß Knochen, also ich meine, ein paar Designelemente auf die Map packen ist ja okay, aber warum zum Teufel übertreiben die so, Alter? Du kannst ja da legit nicht langlaufen. Keine Fernkampffähigkeiten benutzen, weil einfach alles von diesen scheiß Dingern geblockt wird. Das ist halt insane. Das weiß man noch nicht in Tasto, ich habe ja gesagt, rein theoretisch. Über das Update im Detail weiß man eigentlich noch gar nichts. Also du weißt weder wie viele Sockel, was für Karten oder was für Effekte die Karten haben, wo du die Karten herbekommst, welche Dungeons, welche Level für die Dungeons. Du weißt eigentlich literally gar nichts. Also sie haben nur gesagt, was kommt, also quasi auf dem, also ohne Details. Und seitdem kam keine einzige Info über das Update. Zumindest keine offizielle. Und das ist schon crazy, weil man schon 7. November, also gut, wenn sie diese Woche anfangen würden, geht's noch, aber wenn sie erst nächste Woche anfangen, überhaupt mal zu teasern oder so, dann seid ihr einfach schon Mitte November. Schon heftig spät. Und von was sind diese Knochen? Welches Mob wäre groß genug? Naja, es könnte ja Ancient sein. Also irgendeine Kreatur, die es jetzt nicht mehr gibt. Wie gesagt, ich habe ja nichts an sich gegen die Knochen, aber ich meine, die stehen ja teilweise so eng beieinander, dass du mit deinem Charakter legit nicht durchlaufen oder nicht durchschießen kannst. Und das ist halt wieder mein Punkt. Wenn es das Spiel nicht besser macht, warum ist es dann im Spiel? Und ich meine,
sieht schon cooler aus, aber es macht das Spiel halt legit schlecht an dieser Stelle einfach. Weil du von dem krassen Spawn wesentlich weniger profitierst. Und klar könnte man sagen, okay, wenn das jetzt hier besser wäre, könnte man sagen, ist der Spawn zu heftig. Aber dann wäre die Lösung eher, den Spawn einfach kleiner zu machen und diese scheiß Knochen zu entfernen. Und du kannst hier über dieses Stück kannst du legit nicht drüber laufen. Aber es ist halt von der vom Ding her ist es halt sau klein. Das normalerweise in jedem anderen Spiel könntest du zumindest drüber schießen oder so, aber das geht alles nicht. Das ist halt ein Hindernis ist. Deine ganzen Projektile und so blockiert. Und drüber springen ist auch sehr riskant wegen es stecken bleiben und sterben. Also Hindernisse großflächig umlaufen. Haben wir gelernt. Habe in der Bootsfahrtschule gelernt, dass... Immerhin laufen die Mobs durch. Ja. Was es nur noch lächerlicher macht, dass es für Charakter so ein krasses Hindernis ist, aber für Monster quasi gar kein Hindernis. Ich meine, schon nervig, wenn Monster überall hängen bleiben, keine Frage. Aber wieso bleiben dann Charakter überall hängen? Wenn das eine Modell durchlaufen kann, das eine Fotomodell, soll das andere Fotomodell auch durchlaufen. Verdammt. Oder das Hindernis einfach entfernen. I'm fine with both. Wiederhören, Magambo. Vergiss nicht unser Pedigree-Tournament am Sonntag. Ich zähle auf dich. Also das Event. Ich hab dich verwechselt, sorry. Das war der andere Magambo. Mein Fehler. Uff. Mittlerweile 575er Boxen. Achso, 75er Boxen. Die, wo du ein Set rausbekommst. Set plus 7, Waffe plus 7 und so ein Scheiß. Es gibt einen anderen Magambo. Bestimmt irgendwo. Irgendwo gibt es den bestimmt. Slow down, brother. Die Boxen, wo man 75 Event-Items, also 150 pro Box braucht. Achso. Gerade kurz ist wieder der Giant, aber. Aber nur eine Illusion.
Ach, ja, ich mache noch die Buffs weg und dann gehe ich auf. Hast du es resettet und das auf einem Montag? Also damit habe ich ehrlich gesagt gerechnet, dass heute Reset ist. Da hatte ich mich fest drauf eingestellt. Ich weiß zwar nicht wieso, wahrscheinlich wegen Genshin Impact, weil da ist immer montags Reset. Vermutlich deswegen. Ich wollte legit heute meine Weeklies auf all meinen Charakter machen, bevor ich realisiert habe, dass die Weeklies saudämlich sind und ich die nicht auf meinen Charakter machen kann. also kann ich schon mit S-Product Loans, aber ich habe keinen Bock, immer irgendwelche random Sachen abzugraden. Und es gibt auch nur voll wenig Punkte, verhältnismäßig. Ja, Patrick, du bist ja noch nicht so lange wieder dabei. An solche Sachen musst du dich wohl gewöhnen. Das war knapp. Ja. Ungünstig. Boah. Halt safe, dass ich tot bin. Hast du ein Low-Amp, Low-Death-Upcut-Material Blink bekommen auf dem Ranger? Einfach Millionär. Noise. Jetzt haben wir mal wieder Lightning hier. Alter, zweimal Vakuum an einem Tag ist aber schon ein bisschen unverschämt. Sir? Mr. Drop-Verteilungs-Sir?
it. Heute ist halt legit das erste Mal, dass ich hier sogar mitbekomme, wie sich Leute quasi gegenseitig den Giant abluchsen. Also beziehungsweise fliegt ja die ganze Zeit dieser eine Typ rum, der Blade. Da sind jetzt plötzlich noch zwei andere Leute. Sehr merkwürdig. Wo waren die denn die ganzen restlichen Tage bei dem Event? Oder sind legit einfach nur Leute, die AG-Sticks farmen? Kann natürlich auch sein. Kommt noch ein Ranger dazu. Achso, nee, warte mal, der Typ, der hier die ganze Zeit rumfliegt, ist ein Ranger, nevermind. Das ist ein Ranger, kein Blade. Wo waren die dann das restliche Wochenende? Giant Hunter, feind euch! Der erste hat über 20.000 Punkte mehr als der zweite. Das sind wahre Urlauber. Rick. Ich bin mir sicher, die gehen freiwillig nicht in den Urlaub, um ganzjährig ihrer Vollzeitbeschäftigung nachzukommen. Yo! Ah. Monster, die Slows ignorieren, sind so cringe.
Es ist cringe, dass man 75 Event-Items für eine schlechte Box braucht. Tja. In meinen Augen ist das ganze Event cringe. Alright. Oh. Nur ein Setter heute gedroppt. Also anscheinend droppen die Bären schlechter als die Chimeras. Der Spaß. Ja, aber doch wesentlich weniger gespielt. War ich bei den Chimeradons auch nicht. Wirklich. Na gut, dann sage ich thanks for watching und bis morgen. Gute Nacht. Haut rein. Danke fürs Zuschauen. Danke für die Follows. Danke für die Subs. Und wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Ciao, ciao.